Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir den Minmus Lander getestet und sind zudem mal zum Mond geflogen. Haben aber bemerkt, dass der Booster für die First Stage viel zu schwach ist. Deswegen haben wir hier mal einen Booster stehen, der ist ein bisschen aufgepimpt, hat ein bisschen mehr Leistung. Und soll selbstständig zurückfliegen rein theoretisch. Also soll recoverable sein. Ihr seht schon hier die unten Füße und alles drum und dran. Können wir G drücken. Dann seht ihr, er hat Füße große, um die Landung zu federn. Ich weiß nicht, wie gut das ist. Er hat kein RCS, nichts dran. Er hat nur hier oben die Flügel, die helfen sollen. Weiß auch nicht, wie gut das funktioniert, aber wir testen es mal. Also würde ich sagen, 3, 2, 1, Liftoff. Wir testen nun unseren ersten großen neuen Booster. Flugweise ganz praktisch. Reagiert flott. Dann jetzt nach da hinten. Zur zukünftigen Landezone. Ja, wackeln tut er. Wackeln tut er wie ein Schweinepopo. Der Booster geht relativ flott wieder leer. Wir sind aber auch mittlerweile schon bei 3000 Metern pro Sekunde. 4000 Meter. Also eigentlich noch ganz gut, hat noch 3000. Wo sieht es lustiger aus, was gar nicht verändert. Jetzt reduzieren wir die Geschwindigkeit, so dass er anfängt eigentlich zu tumblen. Er soll sich jetzt aufrecht halten. So, okay. Und wir flippen, wir schalten das Triebwerk aus. Wir richten uns jetzt retrograde. Also was passiert hier? Warum hat sich das Ding nicht unter Kontrolle? Das ist nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Warum passiert das? Holy shit! Okay, er ist auf jeden Fall sehr manöverbar. Nennen wir es so. Er hat bloß absolut keine Steuerung. Das ist echt ungut. Jetzt fall doch endlich. Nun ist mal per Hand zu steuern. Okay, wir haben einen Triebwerk verloren. Aber wir sollten uns selbst mit einem Triebwerk gut landbar machen können. Okay, die Dinger da oben sind echt die Katastrophe. Die müssen nachher weg.
So kann man sich nicht darauf konzentrieren zu landen. Jetzt wollte man eine lustige Musik drunter. Land doch endlich. Lande da, lande da, lande da, lande da. Touchdown. Leider kaputt. Hups. Aber hey, er ist gut gelandet. Eigentlich. Wenn man sich so ansieht, ne? Dafür, dass er Ausfälle hatte, Triebwerke kaputt gegangen sind, er lange durchgehalten. Wir gehen ins Weltraum, weil das eine offizielle Vernichtung ist. Am Ende würde der einen kleinen Satelliten als Test in den Orbit fliegen. Danach wird eine größere Raumkapsel, die in die Sonnenumlaufbahn kommen soll, in dem Ding gestartet werden, um zu zeigen, wie gut das Ding ist. Nichts Bemanntes davor. Nichts Bemanntes. Aber wenn das da klappt, bin ich stolz drauf. Was dann noch interessant wird, wäre die Upper Stage sozusagen zurückzubringen. Aber da hätte ich rein theoretisch auch schon eine Idee. Indem man ein Hitzeschild oben anbringt, über der normalen Kapsel. Und dann damit startet. So, die K1-Trümmer können entfernt werden. Jetzt machen wir auch mal den Booster noch halb voll. Um sein volles Potenzial auszuarbeiten. Was ich aber auch wiederum vermute, ist, die Booster selber sind zu klein. Also ich habe die ja hochgescaled und da noch passt es nicht ganz. Leider. Die Scalerei, glaube ich, funktioniert. Also ich müsste wahrscheinlich das in einen echten Booster umwandeln, damit das so klappt, wie ich es mir hoffe. Aber das müsste ich dann ein bisschen die nächste Folge machen, weil da musst du halt natürlich ein bisschen anpassen, gucken, dass die Größen wieder passen, dann einen Vergleich ziehen und. Also alles schlafwürdig. So, okay. Ihr kommt weg. Ihr wart eine Katastrophe, Jungs. Jetzt hätte ich gerne vom RCS die Launch Thruster. Zoomen wir mal hier rein. So. Nein, nicht so. Nein, auch nicht so, sondern so. Bitte viermal bräuchte ich euch. So. Jetzt machen wir die Top-Tanks leer. So. Speichern das Ganze. Nehmen noch die hier ab. Warum auch nicht? Speichern und starten. Let's go! Neue Runde, neue Stunde. Ich bin gespannt, ob das jetzt funktioniert. Ich hätte am liebsten normale RC-Booster mit voller Leistung links, rechts, nicht so in alle Richtungen, weil braucht er nicht. Er braucht was, was ihn sozusagen ein bisschen downpitcht und jort. Und dann sollte es einfach funktionieren. Aber, ja. Haben wir nicht. Kriegen wir nicht. Aber wer weiß, vielleicht können wir irgendwann die Booster. Ich will unbedingt zum Booster immer landen. Das ist so ein extra Kick einfach bei jeder Mission. Wenn du weißt, du hast den Booster zurückgelandet. Auch wenn wir hier in dem Spielstand auf jeden Fall noch kein Geld brauchen. Aber ich würde auf jeden Fall, wenn wir Kerbal Space Program 2 haben, eine Serie starten, wo wir direkt am Anfang mit Economy starten. Was mega übel sein wird, weil ich einfach so verkacken werde. Aber was will man machen? Das ist mega cool eigentlich. Ich hör's.
Ich hör's. Neuer Versuch. Booster steht. RCS muss natürlich gleich an sein. Hier, perfekt, okay. Und RCS starten, Triebwerke starten. Booster startet einwandfrei. Booster fliegt auch einwandfrei. Steuerung mit RCS funktioniert auch gut. Wir steuern ein bisschen nach da drüben. Schalten jetzt die Booster aus und versuchen uns mit RCS gerade zu halten. Schauen wir mal, wie gut es funktioniert. Bin gespannt. 100 Meter. Als kommen wir vor, als ob wir schweben würden gerade. Tun wir aber nicht, wir fliegen noch hoch. Jetzt muss das Zeug dann richtig aktiv sein. Okay. Wir fliegen jetzt gen Boden. Natürlich viel zu früh gestartet, aber hey. Nochmal abheben, wir sind ein bisschen zu nah gelandet. Okay. Wir stehen. Wir stehen. Die Beine stehen. Die Rakete steht. Der Booster steht am Boden, Leute. So, wie wir es bräuchten. Er hat sogar noch 24 MS übrig, also wir haben echt gut getimt gerade. Klar, er ist hoch und wieder runter und dadurch, dass wir natürlich nicht so gelandet sind, wie wir geplant haben, ist er noch ein bisschen daneben gewesen, aber er ist gut geflogen. Jetzt ist die Frage natürlich, wenn wir zum Beispiel die links-rechts ausschalten würden, die Booster. Haben wir 3 MS übrig, klar, das reicht jetzt für eine Sekunde Schub. Und die Triebwerke sind rausgefallen, aber der Booster steht wieder, er ist wieder verwendbar. Das ist natürlich schon geil. Das ist schon eine geile Sache. Weil ich würde dann den oberen Tank sperren beim Fliegen. Und sobald wir in der entsprechenden Höhe sind, verschieben wir den nach unten, in den unteren Tank. Dann sind wir bottom heavy. Und wir können dann einfach zum Boden segeln. Wir brauchen nicht so viel RCS zum Schub.
und fliegen dann einfach runter, bremsen ab und bleiben stehen. Und so steht ein Booster neben dem Kerbal Space Center. Aber auch nicht unbedingt alle Tage, ne? Also Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder zum ersten Booster Landing Test, wo wir da oben eine Upper Stage draufsetzen plus einen kleinen Satelliten für den Kerbal Orbit, wo wir eine Messung durchführen. Und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.